Hallo Leute, willkommen beim ETL 2 und bei der neuen Folge von The Story. Ja, ich habe jetzt gerade hier getankt und bin jetzt ein bisschen außerhalb von Salzburg. Ja, so knappe 30 Kilometer. Habe auch hier, nicht jetzt hier direkt, aber in der Nähe auch genächtigt. Ein paar Stündchen geschlafen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt geht es kurz zurück, also nach Salzburg wieder rein und ja, mal immer rumlaufen hier, stolper ich darüber, so sensationell. Okay, alles klar. So, dann werde ich euch mal sagen, wohin jetzt demnächst hingeht, weil ich habe jetzt eine neue Tour bekommen. Also, dank Hannes, der kam gestern, die E-Mail kam gestern rein und ja, es geht nach Klagenfurt, also das ist nicht allzu weit, gut, sind 317 Kilometer von hier. Also heißt das, wir bleiben in Österreich, also von Salzburg nach Klagenfurt und kriegen 9 Tonnen an Blumenkohl drauf. Jawohl. Vergütet wieder der ganze Spaß mit 688 Euro brutto natürlich. So, jetzt müssen wir mal sehen, wie wir jetzt hier gleich hier wegkommen. So, angeschnallt sind wir. Motor an. Los. Genau. Los. Los, los, los. Genau. Dann, ach ja, vorweg noch, liebe Leute, über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und ja, das bringt mich ein Stück weit nach vorne. Und im Übrigen, falls der eine oder der andere das noch nicht weiß, bin ich auch im ATS zugange. Auch da gerne mal reinluschern und ein Däumchen da oben da lassen und ein Abo würde mich darüber sehr freuen. Ist ja derselbe Kanal, kommt alle 2 Tage immer im Wechsel. Und ja. Über Kommentare würde ich mich auch sehr freuen. Also alles reinschreiben, was geht. Konstruktive Kritik wird immer gern gelesen und auch beantwortet. Und ja, das heißt, also wenn ihr irgendeine Verbesserung habt, irgendwelche Ideen, keine Ahnung, ne? Ja, oder Lob oder ja, wie gesagt, Kritik, dann einfach rein damit. Okay, na dann, in diesem Sinne, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und ja. Vielen Dank im Voraus für euren Support und viel Spaß bei dieser Folge. Okay, dann wird das jetzt mit einem Umweg, ein kleiner Umweg, glaube ich. Wird es dann geben? Ich sehe das schon kommen hier. Aber besser hier gucke, der kommt dann noch. Eieieiei. Da kommt ja noch einiges. Die fahren alle auf die Tanke, das ist schon mal gut. Dann kann ich direkt hier nach ihm losfahren. Sensationell. Dann muss ich ja gleich hier wieder drehen irgendwo, weil fahre ich ja unnötig hier. Meine Kreise. Muss ja erstmal zurück.
vielleicht irgendwo eine Ausfahrt oder was habe. Keine Ahnung. Sieht ja nicht danach aus, ne? Mal sehen, wo wir jetzt hier rauskommen. Wollen ja nicht unnötig hier wieder Zeit verlieren, bringt ja nicht viel. Und hier, ja, ich hatte keine andere Möglichkeit, um auf die Tanke zu kommen, und ich musste tanken. Ich hatte schon, ja, es waren nur ein paar Tropfen, sage ich jetzt mal, war schon Reserve, aber kurz vor knapp schon, und deshalb musste das jetzt sein. Nee, nee, ich kann auch hier rausfahren. Ich kann auch hier rausfahren. Jo. Das ist hier natürlich hier wieder außerordentlich. Und sensationell, extraordinär, super. Ich weiß ja nicht, wie lange das noch da dauert da vorne, weil, ja, aber es dauert. Dann fahre ich jetzt mal, oder sehe ich jetzt mal zu, dass ich jetzt wieder auf Spur komme, und sag mal, dass es gleich mal, ja, weitergeht, ne? Okidoki. Okay, Leute, jetzt habe ich endlich wieder den Weg hier gefunden, nach Salzburg zurück, Gott sei Dank. Jetzt fahre ich zum Kunden. Ja, hat alles ein bisschen gedauert, aber naja, was lange währt, ne, ihr wisst schon, ja. Und ja, jetzt kämpfen wir uns hier durch den ganzen Berufsverkehr hier durch und hoffen, dass wir jetzt, sind es glaube ich noch 2 Kilometer oder was, zum Kunden. Ob das, ob wir A, jetzt noch pünktlich dran sind, und B, ob wir überhaupt die Fracht noch haben. Ja, und C, ob er dann vielleicht, weil falls A oder B nicht zutreffen sollte, ob er dann noch eine andere Fracht dann bekommt. Das ist natürlich, ja, steht auch so jetzt so im Raum. Wir schauen mal. Das wollen wir doch mal sehen jetzt. Wie das so aussieht. Erstmal schön hier im Stau stehen. Oder eine Ampel. Ist ja eigentlich dasselbe.
immer geradeaus. Kommst du und so nicht voran? Dann sag ich doch. Die springt wieder auf Rot rum. Ja, um. Ja, da ist sie. Zack. Zack. Jetzt sie ja. So, sehr gut. Ja, und dann, falls es klappen sollte noch mit der Tour, dann wie gesagt, geht's nach Klagenfurt und 9 Tonnen an Blumenkohl kriege ich dann drauf. Jo. Wir schauen mal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Die nächste Ampel. Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab. Da wären wir auch schon. Gott sei Dank. Okay. Wir sind heile angekommen. Ja. Das ist ja die Hauptsache, ne, Helga? So. Ich werde mal schauen jetzt hier, ob das jetzt noch geklappt hat, weil, naja, wir haben jetzt gleich schon 11 Uhr. Wie ihr sehen könnt, 20 vor 11, Viertel vor 11 gleich. Und, naja, wir schauen mal. Okidoki. Okay, da bin ich wieder. In Action hier. Und ja, ich sag mal Schwein gehabt. Die wollten schon umdisponieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wo ich bleibe und sage, ja, ich Stau. Und das hat dann auch so eben geklappt. Zum Glück, kann ich so sagen, nur zum Glück. Dann würde mir, ich sag mal, 10, 15 Minuten später und die Tour wäre weg gewesen. Oder zumindest vergeben, sag ich mal so. Jetzt heißt es schnell hier andocken. Dann heißt es für die Leute, ich denke mal, das werden sie auch machen, weil ich ja eh ein bisschen spät dran bin. Ja, laden. Und dann geht die Luzi ab nach Klagenfurt. Ganz einfach. So. Okay. So. Das ist das. Das ist das. Also. An mir. Soll es da nicht liegen, ne? Oder? Also eigentlich schon, weil ich ja. Ne? Verspätung und so. Okay. Dann schauen wir mal. Okay. Erledigt. So. Blumenkohl ist drin. Und jetzt geht die Luzi ab. Abfahrtskontrolle habe ich schon erledigt, Leute. Habe das schon gemacht. Ja. Ist ja schon spät am Tag und ich muss einfach zusehen, dass ich jetzt hier ja, vorankomme, ne? Versteht ihr ja, ne? Anschnallen, nicht vergessen. Und ja. Auf geht's nach Klagenfurt, ne? Das Licht angemacht erst vorhin zur Abfahrtskonto, da habe ich das irrtümlicherweise wieder ausgemacht. Und jetzt wieder an. Das ist die ganze Hektik jetzt hier wieder. Junge, Junge, Junge. So. So, jetzt aber hier. Mach auf hier, Kollege. Also die haben das echt sehr schnell gemacht hier, also mit dem Beladen. Das ging ratzfatz. Die waren da mit 5 Leuten dabei. Könnt ihr sehen von der Uhrzeit, kommen angesetzt am Tor. Schon hier ja, alles drin und ich habe da natürlich dann auch Gas gegeben. Also wie gesagt, 10 vor 12, eine knappe Stunde, seitdem ich hier angekommen bin und jetzt wieder weg. Also ist nicht schlecht, finde ich. Papiere, alles drum und dran. Jetzt hängt das wieder an mir.
und dass ich hier rauskomme. Dass die Leutchen hier mich auch rauslassen. Jetzt ist die Ampel stets und ständig auf grün. Wenn ich jetzt da gestanden hätte, auf rot, auch stets und ständig natürlich. Leute, 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 echt. Oh. Holy moly. Das macht echt Spaß. Macht das echt Spaß. Wenn ewig an der Ampel stehen bleiben muss, vor allen Dingen, wenn ich keine hier reinlässt, das Ganze ist ja dann noch amüsanter. So, ich kann ja meine Papiere hier durchschauen hier. Ja, hübsch, hübsch, hübsch. Jo. Zeitschriften hier ein bisschen ja durchgewühlt. Jo. Ja, ob der mich durchlässt, der MAN? Nein, auch nicht, ne? Ja und? Was ist los? Freunde der Sonne. Du hast doch Zeit, du fährst doch im Urlaub, oder? Dein Wohnmobil, der Wohnwagen. Ey, das kann doch nicht angehen, oder? Die lassen mich einfach nicht rein. Guck mal, guckt euch das mal an. Guckt dir das mal an. Ja, du bist mir auch ein Kollege, echt. Danke dafür. Ja, und nun? Er wollte aber erst fahren. Ganz klar. Also so ganz freiwillig hat er mich nicht so durchhuschen lassen. Auf keinen Fall. Naja gut, ich bin jetzt erstmal jetzt hier. Die Ampel wird dann irgendwann mal genau auf grün umschwenken hier. Dass ich hier schlussendlich hier mal vorankomme. Das ist doch mal was. Und jo. Das macht doch Spaß. Wenn es dann klappt, endlich. Sehr gut. Sind wir eigentlich auf Kurs hier? Das ist doch sensationell.
Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist mit dem hier vorne? Technische Probleme oder was? Der hat doch nichts drauf. Oh, das ist doch nicht wahr, ne? Hat der kein Benzin mehr oder was hat er für Probleme? Das ist doch nicht normal, echt. Oh. Ja, Überholung ist ja nicht im Moment. Nee. Weiß der Henker, warum der so langsam ist? Was er für Probleme hat? Jetzt bleibt er noch stehen. Kannst du so schlecht alles einsehen hier? Holy moly, das war wieder so eine Aktion, da sagst du dir, was sollte das? Junge, 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 Junge. Keine Ahnung. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach, nee. Ja, wie gesagt, habt ihr mit der Tour ein bisschen Glück gehabt jetzt. Durch das ganze Hickhack und auch, dass ich die überhaupt bekommen habe von Hannes, weil das war alles ein bisschen im Unklaren, aber gut.
Ja, die Verzögerung ist ja dadurch entstanden, weil ich ja, ich musste tanken, beziehungsweise ich hatte ja meinen Stellplatz, war schon ein bisschen außerhalb von Salzburg und dann hatte ich keine Tanker gefunden und dann musste ich natürlich ja, schnellstmöglich eine finden, um zu tanken. Also bin ich ja fast, das waren 26 oder 27 Kilometer außerhalb jetzt von Salzburg und ja, war nicht sehr sexy das Ganze, wie ihr anfangs gesehen habt. Ja, und dann fahrt er mir wieder zurück. Ja, dem Verkehr und so musst du natürlich wieder. Ja, hast du fast dann wieder die doppelte Strecke wieder zurück. Also keine 27 mehr, sondern 50. Über 50, ja. Ja, deshalb den kleinen Cut, den ich da wieder gemacht habe, weil ja, ließ sich nicht anders machen. Schon, also, aber warum soll ich jetzt da unnötig jetzt da mit euch jetzt da rumfahren? Und man ärgert sich dann nur und dann, ja, so haben wir jetzt, sind wir trotzdem ein bisschen rumgefahren und ja, haben schlussendlich dann da noch die Tour bekommen. Gott sei Dank. Auch sehr kurvenreich jetzt hier alles. Ein bisschen aufpassen. Hier im Gebirge. Die kommen hoch und wir fahren runter. Sehr schön. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Wir sind zwar jetzt nicht so schwer bepackt, weil 9 Tonnen ist ja noch im Rahmen. Das ist ja nichts eigentlich als solches. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen.
Die Tankstellen hier sind ja echt, also so kein Platz hier. Wenn du mit zwei LKWs hier ankommst zum Tanken, dann blockierst du die ganze Straße direkt. Oh, die Kühe hier am Grasen. Ja, ich weiß. Ja, zu schnell, ne? Geht's wieder rauf. Ja, was ist denn jetzt? Fährst du Volvo oder nicht? Dann fahre ich dann. So. Eine Pause hier müssten wir keine machen. Mal da gucken. Viertel vor fünf, ja. Geradeaus. Alles gut. Ja, zu meinen Leuten gibt es ja zu sagen, nur ansonsten gibt es ja nicht viel zu erzählen, dass ich ja mit Maxi, das hat sich ja erledigt gehabt. Also, ich meine jetzt mit dem. Also alles okay mit dem, na. Dem Kühlermensch, mit dem, ja, dass die Kühlung ausgefallen ist. Das ist jetzt wieder alles okay. Was da genau war, kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ja, Rechnung kommt. Ja. Also von daher, sie kann jetzt da, oh, Flughafen.
sie kann da jetzt wieder losdüsen von Barcelona aus und ja, hat da schon alles getestet, ob das funktioniert oder nicht, also durchgetestet, weil ging ja, wie es vorher war, wo es kaputt gegangen ist oder sag ich mal defekt war, ging jetzt nur für ein paar Minuten oder 5 Minuten, irgendwie so hat sie mir erzählt gehabt und ja. Ja, jetzt läuft die Kühlung, ja, wie es sein soll, ne? Ja, alles andere, Ricky, ja, Ricky doch, der musste jetzt, er hatte sogar jetzt zugekriegt nach Bordeaux, also nach Frankreich rein, das hat er mir geschrieben gehabt und ja. Von Santander, wo er war, ist kürzlich, also zuletzt. Immer geradeaus. Nach Bordeaux, Klagenfurt. Okay, sensationell. Also, als solches. Biege nach rechts ab. Läuft es. Mit den Mitarbeitern. Gut, dass es jetzt kaputt gegangen ist. Was willst du machen? Kann man nichts machen. Also die Kühlaggregat. So, mein Gott, bis ich darauf jetzt gekommen bin, ne? Ah. Dass das Kühlaggregat jetzt wieder funktioniert, also wurde repariert, so. Und alles im grünen, alles im grünen Bereich. Sorry. So, wir sind jetzt gleich da, also in Klagenfurt sind wir jetzt zumindest am Wörthersee und ja, Klagenfurt am Wörthersee, jetzt rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, die Ampel wieder auf Rot natürlich für mich, nur für mich. Biege nach rechts ab. Und dann geht die Post ab hier. Zack, zack. Von der Zeit hat das auch soweit gepasst. Ja, wie gesagt, bis auf heute Morgen. Das kleine Wirrwarr, sage ich jetzt mal, aber. Hätte ich jetzt nicht tanken müssen, so schnell. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Dann hätte das auch geklappt, das Ganze. Aber hätte Fahrradkette, was ist mit euch? Wisst ihr doch gar nicht, ne, was mit euch ist, ne? Ihr denkt euch jetzt mal, ich bleib jetzt erstmal hier stehen. Du biegst jetzt rechts ab und weißt nicht, warum du jetzt da auch einmal abrupt stehen bleibst. Nein. Nimm diese Ausfahrt. Halleluja. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Na komm schon, die kriege ich noch. Nach rechts ab. Das war noch meine Ampel. Bitte rechts halten. Okay, da sind wir doch, wo wir hin wollten. Sie sind am Ziel angekommen. Die Routenführung ist damit abgeschlossen. Da können wir schon mal. Hier ist doch keiner da, oder was? Zu Hause? Hier? Jetzt hatte ich den ganzen Verkehr hier auf und ja. Ist halt so, ne? Okay.
Dann werde ich mich mal jetzt hier unauffällig hier irgendwo hinstellen. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Okidoki. Bis gleich dann mal. Dann sind wir wieder am Start hier. Die haben mir auch ganz schnell hier das Tor hier zugewiesen. Und ja, ich kann jetzt zusehen, dass ich hier mich ransetze. Und dann ist Schicht im Schacht. Sozusagen. Okidoki. That's it. Erledigt das Ganze. Jo. So, das war das. Geschafft. Was für ein Tag. Mein Gott, echt. Dass ich das noch rechtzeitig geschafft habe, ist ja schon fast ein Wunder. Okay. Okay, bin jetzt abgefertigt worden. Wie ihr sehen könnt, hat es angefangen jetzt zu regnen. Sensationell. Und ja, wird Zeit jetzt Feierabend zu machen. Und ja, und im Großen und Ganzen, liebe Leute, war es das für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Atze auf Achse hier im ETS2. Und ja, bleibt gesund und euch allen eine gute Fahrt. Und bis zum nächsten Mal. Hasta la vista, euer Atze Gaming.